Moin zusammen. Allzu oft kam die Frage, was hältst du von den Triton-Oberfräsen, was hältst du von den Festool-Oberfräsen? Ich denke, wir haben jetzt genug Erfahrung gesammelt, um mal ein Fazit abzugeben. Zu den Maschinen von Festool. Ich habe vor allem mit der OFC 10 im gewerblichen Bereich in der Tischlerei viele Erfahrungen gesammelt und das fand ich dann so toll. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, die brauche ich auch für meine Werkstatt. Das Geld saß nicht so locker, darum habe ich mir als erstes eine Festool 900E geleistet. Und Festool, da klingelt es vielleicht noch bei dem einen oder anderen, das liegt schon ziemlich lange zurück. Also vor 20 Jahren wurde diese Oberfräse oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger hergestellt. Ich glaube sogar 98 war das Baujahr. Die war eigentlich von der Optik sehr ähnlich der Festool. Und das heißt, dieses Modell ist eigentlich nur ein Update von der Festool 900E. Es gibt natürlich die Drehzahlregulierung, die hat ein bisschen mehr Power zumindest gefühlt, ein paar mehr Anbauteile. Aber so vom grundsätzlichen Konstrukt ist das eigentlich schon ein ziemlich altes Modell. Und wenn man sich teilweise das Baujahr ansieht von dieser Maschine, ich habe mir dann glaube ich irgendwie eine von 2007 oder 2008 gekauft, da hat sich jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren nicht mehr sonderlich viel getan. Bewährtes muss man vielleicht auch nicht unbedingt ändern, aber hier und da ja, gibt es meines Erachtens schon ein paar Mängel, die man meines Erachtens hätte beheben können. Wir stürzen uns deswegen jetzt erstmal hier auf die kleinere Version. Die haben vielleicht auch ein paar von euch und vielleicht werden manche mitfühlen, was ich jetzt hier so vom Stapel lasse. Als allererstes, wir haben hier hinten die Absaugmöglichkeit und gerade Festool hat sich auf die Fahne geschrieben, immer dafür zu sorgen, dass möglichst viel Staub abgesaugt wird. Das funktioniert auch ganz gut. Was mich allerdings etwas nervt, ist, wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier den Anschluss drauf machen, was schon mal ein bisschen schwergängiger ist, dann ist das hier schon immer, ihr könnt sehen, relativ nah am Boden. Und gerade wenn man mal so eine melaminharzbeschichtete Oberfläche hat, dann kann es schon mal passieren, dass hier der Schlauch ein bisschen drüber greift und Abdrücke hinterlässt. Finde ich nicht so praktisch, mir ist auch schon oft genug im Betrieb, weil man irgendwann mal kurz hängen geblieben ist, dann hier der Schlauch abgegangen. Das ist also ein bisschen schade. Ihr könnt sehen, bei den anderen Modellen, also hier beim großen Bruder, ist das Ganze schon wesentlich höher gelegt. Und hier bei den Triton-Maschinen steht es in so einem leichten Winkel nach oben, was ich persönlich bislang hier am besten gelöst finde. Wie gesagt, von der Kraft her ist das hier die kleinste, zusammen mit der kleinen Triton, die kleinste Motorversion, die wir hier auf dem Tisch stehen haben. Also um die 1000 Watt, zumindest Aufnahmeleistung. Vom Gefühl her, wenn ich jetzt Kantenbearbeitung mache, wo natürlich kleinere, kompakte Maschinen auch besser in der Hand liegen, hervorragend geeignet, wenn man auch mal einen kleinen Falz fräsen will oder eine Nut mit nicht allzu großer Zustelltiefe, alles gar kein Problem. Also da kommt man vollkommen mit zurecht. Was mich allerdings bei der eigentlichen Führung ein bisschen stört, ich hatte ja schon gesagt, der Revolvergriff, der liegt eigentlich ganz gut in der Hand. Allerdings ist die zweite Hand hier vorne auf diesem Griff. Und dieser Griff, ja, ihr könnt schon sehen, ist natürlich auch gleichzeitig die Feststellung für die Zustelltiefe von unserem Fräser. Da gibt es natürlich wie bei jeder Fräse auch sonst bekannt hier unten diesen Revolveranschlag. Und wenn ich den halt hier oben noch mit dem Hebel arretiert habe, dann kann es mir nicht passieren, dass ich im Eifer des Gefechts hier nach unten sause. Ich habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, und da bin ich nicht der Einzige, ich habe das auch mit Kommentaren im Internet abgeglichen, mit der Zeit reicht halt eben hier ja, dieser Anpressdruck, den wir da normalerweise generieren durch das Zudrehen, nicht mehr so richtig aus. Und es kann halt eben passieren, wenn man nicht ausreichend Druck nach oben gibt, dass dann die Fräse so ein bisschen nach oben wandert oder was eigentlich noch ärgerlicher ist in der Regel, wenn sie auf einmal nach unten wandert. Da habe ich jetzt bei der OF 1400 noch nicht so die Erfahrung mitgemacht. Also da ist bislang alles gut, aber das ist mir hier bei dieser Maschine leider negativ aufgefallen. Es gibt natürlich auch hier die Möglichkeit der Feineinstellung. Festool hat das so gelöst, dass ich hier über dieses Drehrad wirklich zehntelgenau diesen Abstand hier einstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier gemerkt habe, ah, okay, die Nut müsste eigentlich noch ein bisschen tiefer gehen, dann drehe ich das hier nach oben, löse hier hinten einmal den Knopf und kann ein bisschen tiefer nach unten sacken. Meines Erachtens, auch wenn ich da hier und da andere Kommentare zu lesen, ist das nicht ganz so spannend, dieses System. In der Praxis fand ich das auf jeden Fall immer etwas nervig. Das in Kombination mit dieser lösenden Festklemmung hier vorne hat mich eigentlich bei dieser Maschine am meisten gestört.
Die so gelobte Absaugvorrichtung funktioniert nur, weil hier entsprechend dieser Bereich gekapselt ist. Diese so gute Absaugleistung bei Festool funktioniert eigentlich nur dann hervorragend, wenn ich möglichst viel von meinem Fräser sozusagen umhüllt habe, damit ja, die Kraft der Absauge ausreichend ist, um wirklich den kompletten Staub abzusaugen. Das funktioniert auch hier eigentlich ziemlich gut. Allerdings ist das Problem, das muss so nah wie möglich an diesem Fräser dran sein und darum ist hier dieses Kunststoff-Inlay ja, so ein bisschen nervig. Wenn ich dann größere Fräser da einbauen möchte, dann muss das immer, wie ich finde, doch relativ aufwendig herausgenommen werden. Bei der OF1400 ist das wesentlich besser gelöst. Von allen Fräsen hier meines Erachtens das beste System. Hier hinten den Hebel lösen, hier einmal zur Seite drehen und dann kann ich das hier ganz einfach rausnehmen, tausche den Fräser, setze es wieder ein, einmal rüber geschoben, hier den Hebel arretiert, fertig. Also das ist wirklich sehr komfortabel und wenn ich jetzt hier von größeren Fräsern rede, wie gesagt, die Power hier kommt schnell an die Grenzen. Ich sehe es eigentlich eher ein bisschen als ja, Kraftprotz in Sachen Kantenbearbeitung. Hiermit kann man dann auch wirklich mal Wangen ausfräsen, wenn es um Treppenbau geht. Und habt ihr auch gesehen, bei größeren Arbeiten, bei der Gradleiste beispielsweise oder vielmehr Gradnut, da ist oft hier die große Version in den Einsatz gekommen. Ansonsten funktioniert die vom Handling eigentlich genauso. Auch hier mit der Tiefeneinstellung gleich gelöst. Der Queranschlag von der OF1400 gefällt mir von allen Modellen hier wirklich am besten. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, den Anschlag zu verschieben. Entweder mache ich das hier vorne einmal mit dem großen Hebel oder wenn ich so ein ganz klein bisschen noch austarieren möchte, habe ich hier drüber mit großen Hebeln die Möglichkeit. Hier hinten gibt es dann nochmal eine Feineinstellung. Das funktioniert hervorragend. Schaut man sich dagegen ja, diese doch eher abgespeckte Version an und da hat sich wirklich gar nichts geändert im Gegensatz zu der Festool 900E. Den Anschlag hatte ich wirklich genauso früher auch. Da ist halt eben nicht viel dran. Ich habe hier sehr kleine Griffe. Das zieht sich auch durch überhaupt bei der Maschine. Das ist manchmal dann schon ein bisschen nervig, das zu verstellen. Ist aber soweit okay. Und wer jetzt auf die Idee kommt, so wie ich, dass ich sage, naja, ich habe beide Maschinen vielleicht durch Zufall zu Hause, weil ich so viel Geld habe. Der große Anschlag passt nicht an die kleine Fräse dran. Doof. Bei Triton haben wir eine 1010 Watt Variante, 1400 Watt Variante und 2400 Watt Variante. Die sehen erstmal optisch relativ ähnlich aus, ein paar Unterschiede gibt es dann doch. Wir schauen uns zunächst mal hier die kleinste Maschine an. Wenn wir da den Fräser absenken möchten, dann könnt ihr halt eben hier sehen, wird es einfach nach unten gedrückt und muss man hier ein bisschen um die Ecke greifen, hier mit dem Hebel arretiert. Da gibt es erstmal so nichts zu sagen, funktioniert. Hier haben wir allerdings noch die Möglichkeit, eine Feineinstellung vorzunehmen. Und das ist meines Erachtens schon wirklich sehr gelungen. Gehen wir hier zu den größeren Maschinen. Da sind die beiden sich jetzt baugleich. Habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier diesen Griff eindrücke, dass ich hier drüber entsprechend auch wieder die Höhe verstellen kann. Ich mache das aber nicht durch ein Herunterdrücken. Also wenn ich jetzt hier nach unten drücke, könnt ihr sehen, passiert nichts. Sondern dafür gibt es hier hinten wie so eine Zahnstange, sage ich jetzt mal, wo entsprechende Eingriffe möglich sind. Und wenn ich das jetzt hier an einem Rasterpunkt loslasse, dann ist die an der Stelle arretiert. Und das ist der Vorteil. Dann kann sich der auch eigentlich nicht mehr so viel nach unten bewegen. Kann das natürlich aber trotzdem nochmal hier durch diesen Hebel sichern. Wenn ich dann wieder entsprechend die Höhe verstellen möchte, drücke ich das hier wieder ein und kann die dann auch hier wieder nach oben und unten bewegen. Das gefällt mir richtig gut. Dann habe ich die gleiche Möglichkeit der Feineinstellung wie auch hier drüben. Wenn ich dann hier drehe, könnt ihr sehen, dann bewegt sich das entsprechend nach unten oder entsprechend wieder nach oben. Das ist wirklich sehr gelungen, passt mir. Absaugung hatte ich auch schon angesprochen. Die ist hier auch eigentlich ganz gut abgekapselt. Das heißt, die Absaugleistung passt. Ich muss aber sagen, ich habe dann relativ schnell angefangen, ein paar von den Kunststoffteilen zu entfernen. Weil ja, wir haben halt eben nicht die Möglichkeit, wie hier bei Festool, das Ganze schnell zu entnehmen. Sondern da sind da hier und da die kleinen Schräubchen dran. Hat mich dann ein bisschen genervt, muss ich ehrlicherweise sagen. Gut, ansonsten von der Leistung hatte ich da eigentlich keine großen Probleme, habe die gleichen Aufgaben, die ich hier mit der großen Festool gemacht habe, habe ich auch mit der mittelgroßen, also auch der 1400 Watt Version von Triton, ohne Probleme bewerkstelligen können. Jetzt gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, das könnt ihr hier sehen von der Grundplatte, die ist hier bei Triton gleichmäßig rund und bei der Festool habe ich hier
auf der linken und rechten Seite einen geraden Anschlag. Hat mir nicht immer gut gefallen, weil ich habe die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel im Innenbereich eine Nut ausfräse, das heißt, ich habe mir das rundherum, vielleicht kennt ihr diese Technik, mit so einem Rahmen abgegrenzt. Da muss ich bei der Triton einfach ohne nachzudenken oder kann ich ohne nachzudenken daran arbeiten. Und bei der Festool muss ich darauf achten, dass ich die entsprechend drehe, damit ich hier immer durch den Radius gewährleistet habe, dass der Abstand zum Fräser hin gleich bleibt. Geht so, also gefällt mir bei der Festool. Oder ja, man macht es wahrscheinlich eher relativ wenig, darum stürzt mich jetzt im Alltagsgebrauch nicht ganz so oft. Aber wenn es mal soweit ist, freut man sich eigentlich schon, dass man hier die runde Grundplatte hat. Jetzt habe ich hier noch ein Stück von unserem Anschlag liegen, den wir hier bei den Triton-Maschinen mitgeliefert haben. Da muss ich sagen, der macht wirklich gar keinen Spaß. Von der Feineinstellung, ja, wirklich meines Erachtens eher zu vergessen. Da sollte man sich wahrscheinlich besser eine Variante selber bauen. Die Maschinen stehen Kopf. Wir wollen uns ansehen, wie kompliziert ist eigentlich so ein Fräserwechsel. Ne? Ähnlich wie bei der Abstock-Vorrichtung, wenn es da nervig ist, die drauf und wieder dran zu machen, verzichtet man auch mehr eher drauf und verzichtet vielleicht auch mehr auf den Fräserwechsel und macht die breite Nut dann lieber 10-mal mit dem 6mm als ein paar Mal weniger mit einem 18mm Fräser. Das muss also schnell und einfach funktionieren und da hat hier die kleine OF 1010 so die Standardvariante, die wir eigentlich von allen Oberfräsen kennen. Ich habe hier einen Knopf, da muss ich dann auch noch genau das Loch finden, dann ist die Spindel arretiert und dann kann ich entsprechend mit einem Maulschlüssel oben die Schraube lösen und den Fräser entnehmen und wieder einen neuen einsetzen. Das dürfte jeder kennen. Hier bei der Festool ist es ganz interessant gelöst. Ich zeige es erstmal so. Wenn ich hier drehe, da hört das schon knarzen. Ja, ich habe da drin also Sperrklinken, ähnlich wie so ein Fahrradfreilauf. Und jetzt kann ich bestimmen, ob das in die eine Richtung funktioniert und entsprechend hier zum Zudrehen arretiert wird oder in die andere Richtung. Dann habe ich die Möglichkeit, das hier entsprechend zu lösen. Also das ganz gut gelöst, gefällt mir gut. Bei den Triton habe ich grundsätzlich auch die Möglichkeit, hier mit diesem Druckknopf dafür zu sorgen, wenn der in die Einkerbung gelangt, dass die Spindel arretiert ist, also wie gesagt, wie beim kleinen Modell. Da diese Fräsen aber vor allem für den Einsatz am Oberfrästisch konzipiert sind, habe ich die Möglichkeit, wenn ich hier entsprechend die Platte komplett herabgesetzt habe, dann fährt dieser Bolzen schon automatisch zur Seite und habe jetzt die Möglichkeit, dass auch so die Spindel arretiert ist. Und dann ist das Austauschen vom Fräser natürlich hier wesentlich komfortabler. Muss nicht hier irgendwie seitlich versuchen, da mit dem Finger das entsprechend zu treffen und einzudrücken. Das ist sehr gut gelungen. Funktioniert, wie gesagt, auch bei der kleinen Version und natürlich erst recht beim ganz großen Bruder. Jetzt stehen die Maschinen schon Kopf und jetzt können wir uns vielleicht auch viel besser vorstellen, dass die so ja normalerweise unter dem Frästisch hängen. Und da ist hier dieses kleine zusätzliche Bauteil doch ganz interessant. Ich habe jetzt nämlich damit die Möglichkeit, müsst ihr euch das vorstellen, wird dann von oben in die Tischplatte eingeführt. Und dann kann ich hier durch eine Drehbewegung in jegliche Richtung, könnt ihr jetzt sehen, hier unten bewegt sich die Feineinstellung und damit senkt sich dann entsprechend hier die Grundplatte, was am Frästisch bedeutet, der Fräser fährt weiter raus. Da sind wir natürlich beim großen Vorteil, ich habe es jetzt schon ein, zweimal erwähnt, diese Maschinen machen sich hervorragend als Oberfräsen, die unter dem Frästisch landen. Das Montieren ist hier wesentlich einfacher, das heißt die Bohrungen sind hier auch ja, überhaupt dafür ausgelegt, wirklich auch große Schrauben aufzunehmen. Das ist bei der Festool jetzt hier nicht der Fall, weil auch grundsätzlich da keiner großartig mit geplant hat, die unter einem Frästisch zu montieren. Das finde ich dahingehend ganz erstaunlich, dass dieses System so überhaupt vorhanden ist, weil auch diese Maschinen vom Baujahr her so bei 2008, 2009 liegen. Das heißt, die haben jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber wie gesagt, im Vergleich zumindest zur kleinen Festool, ja, sind das schon fast 20 Jahre. Wie gesagt, abgesehen jetzt von ein paar kleinen Änderungen, hier und da mal einen Griff ausgetauscht. Aber man hatte wirklich lange Zeit noch, also Mitte 2000 immer noch Bauteile von Festool mit dran. Ist ja auch gar kein Problem. Will damit nur so ein bisschen sagen, dass ich der Meinung bin, dass Festool da vielleicht jetzt mal ran müsste, die Maschinen ein bisschen auf einen neueren Stand zu bringen, gerade mit der Feineinstellung. Ja, ich glaube, da gibt es wesentlich einfachere Systeme, auch wenn man sich andere Hersteller ansieht, wie beispielsweise Bosch. Die haben das ja auch mittlerweile, dass es nicht mehr über diese kleinen Rädchen hier funktioniert und den Revolveranschlag, sondern
ja, wie auch hier, über diese Feinjustierung. Mein Fazit. Die OF 1010 ist meines Erachtens schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da wird Festool auch bald nachlegen, aber ich finde, man hat da jetzt wirklich lange, lange Zeit sich nicht wirklich drum gekümmert. Da sollte gerade mit der Feineinstellung ein bisschen was geschehen. Und da muss man sich auch überlegen, wenn das so lange schon auf dem Markt ist, für den gleichbleibenden Preis von ungefähr so 400 Euro und es eigentlich nur eine hier und da etwas modernisierte alte Festool-Oberfräse ist, ist mir das ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die große OF 1010-1400, die kostet natürlich auch wie eine große. Da sind wir also ungefähr bei 600 Euro. Bin da soweit mit allem zufrieden. Abgesehen, ne, wenn ich die jetzt als Frästisch benutzen möchte, da sollte darauf verzichtet werden. Und die Feineinstellung, auch nicht so ganz mein Ding. Aber dafür hat das Ding mich bislang wirklich nicht im Stich gelassen. Ich hatte immer durchgezogen von der Motorleistung her. Das passt soweit. Und darum ist es für mich als Heimwerkermaschine die Empfehlung, hier die Triton. Universell einsetzbar, hatten auf jeden Fall nicht ganz so die Leistung oder nicht ganz so ein gutes Handling, wenn ich die als typische Oberfräse benutze. Aber spätestens dann im Einsatz als Tischfräse, ja, ist zu überlegen. Und gilt übrigens auch für die Modelle von CMT, bevor da irgendwie ja, Verwirrung gestiftet wird. Triton und CMT, die Modelle sind dann baugleich. Hier hatten wir, wie gesagt, auch gesagt in der Führung, ja, wenn der Queranschlag, der hier mitgeliefert wird, wo hatte ich ihn hier hinten schon weit weggelegt, das könnt ihr vergessen, baut euch da am besten selber ein. Vielleicht gibt es auf dem Nachrüstmarkt da ein paar, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, Fazit im Heimwerkerbereich, die Triton, universell einsetzbar. Wenn es gewerblich ist, müssen wir über Festool wahrscheinlich nicht allzu viele Worte verlieren, aber in die Jahre gekommen, sollte man mal ganz dringend was machen. Reicht euch das? Ich hoffe schon. Wenn nicht, Fragen in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.